Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chella und habe ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video präsentieren. Heute geht es um insgesamt 4 Rätselpads und da will ich euch zeigen, wie wir die bekommen kann. Und für den einen oder anderen, der jetzt nicht unbedingt der Pet-Sammler ist, könnte das vielleicht auch interessant sein, denn alle 4 Pets kann man im Auktionshaus verkaufen und die sind doch das ein oder andere Gold wert. Wir können gleich mal nachschauen. Und zwar, es geht um 4 Klunkerwurm-Pets. Und die haben wir hier einmal Türkis-Klunkerwurm, der ist so bei 20k hier auf dem Server. Dann haben wir den Rubin-Klunkerwurm, der ist so bei 45, dann bei 34 so rum. Dann den Topaz-Klunkerwurm, der ist bei 45, so jetzt haben wir es. Und dann haben wir noch den makellosen Amethyst-Klunkerwurm, der ist bei fast 600.000 beziehungsweise, ja, doch einiges an Gold. Wo wir die jetzt kriegen, will ich euch zeigen, beziehungsweise was wir dafür machen müssen, denn wir müssen für den einen oder anderen Klunkerwurm ein paar mehr Sachen zusammensammeln. Wir befinden uns hier einmal in Oribos und zwar müssen wir gleich hier runter auf die Koordinaten 64, 68 und dort unten haben wir einen Pet-Battle-Händler und dieser würde uns theoretisch diese Würmer verkaufen. 3 davon brauchen graue Materialien, wie ihr hier sehen könnt. Ja, und einer von diesen, der teuerste, der braucht einfach die Pet Battle Marken polierte Haustier-Glücksbringer und davon 10.000 Stück. Der ein oder andere, der die vielleicht schon mal gefarmt hat, weiß, 10.000 sind sehr, sehr viele und es dauert eine Weile, die zu farmen. Ich habe jetzt hier insgesamt 18.000 zusammen, also ich kann mir den locker kaufen. Bevor wir jetzt auf die ganzen anderen grauen Items eingehen, würde ich sagen, gehen wir mal auf die polierten Haustierglücksbringer ein. Wo bekommt man diese polierten Haustierglücksbringer? Theoretisch, wenn ihr lostigert, eine World Quest macht, also eine Pet Battle World Quest, besteht immer die Chance, dass ihr da diese polierten Haustierglücksbringer kriegt. Ihr seht, hier haben wir eine Pet Battle World Quest, da gibt es 18 Stück, müsst ihr einfach den Meister besiegen. Mittlerweile geht das, glaube ich, sogar auch mit Level 1 Pets, also ihr braucht da nicht unbedingt die Max-Level Pets. Wenn ihr die Dinger farmen wollt, könnt ihr einfach mit jedem Char, den ihr habt, hier die abklappern. Ihr könnt es sowohl einmal in Shadowlands machen, ne? Ihr seht, hier haben wir zum Beispiel gerade 2 ab. Die könnt ihr mit jedem Max-Level-Char, den ihr habt, abklappern oder mit diesen Fäden des Schicksals sind die teilweise auch da und ihr könnt theoretisch darüber auch leveln, wenn ihr das denn machen wollt. Die gleichen Abzeichen waren auch schon hier in BFA am Start. Ihr seht, hier unten in BFA ist zum Beispiel auch eine. Da könnt ihr die mitnehmen. Wo haben wir noch eine? Ja, da sind sogar 2 gerade am Start. In Zanderland natürlich dann dasselbe. Und wo ihr sie dann auch noch holen könnt, ist theoretisch in Nasjatar kann auch nochmal so eine sein. Hier seht ihr, da ist auch nochmal eine. Beziehungsweise dann auch in 8.3 Content. Wenn ihr hier die Zone umgewandelt habt, gibt es hier halt auch immer eine Pet Battle World Quest, beziehungsweise dann natürlich im Tal in MOP auch. Da könnt ihr dann einfach das umstellen und eventuell dementsprechend die Pet Battle World Quest mitnehmen, wenn sie denn die Marken bringt. Das ist die eine Möglichkeit. Die Möglichkeit, die ich hauptsächlich benutzt habe, ist einfach über Missionen. Also hier gibt es dann auch immer mal wieder Pet Battle Missionen. Ich habe insgesamt 19 Chars, die ich auf Max-Level habe und dann habe ich halt dementsprechend immer die Mission losgeschickt für die Pet-Battle-Marken und dann kommen die so passiv nebenbei rein. Das mit den Meistern ist so ein Goodie obendrauf, wenn man Fleißarbeit leisten will. Ich persönlich habe es über die Mission gemacht, das ist dann 1-2 Klicks nebenbei bei den Twinks und dann läuft es eigentlich. Selbiges geht auch in BFA über den Missionstisch, falls ihr da noch diese Kriegsressourcen habt, könnt ihr das auch machen. So viel zu den Pet-Battle-Marken. Das ist jetzt aber nicht der Rätselteil, das ist eigentlich straightforward, einfach Marken farmen und dann quasi das Pet damit kaufen. Jetzt kommen wir zum interessanteren Teil und zwar zu den 3 anderen Pets. Hier ist es so, dass wir bestimmte Items sammeln müssen. Jetzt gucken wir uns als erstes mal den Topaz-Klunkerwurm an. Hierfür brauchen wir 3 Items und zwar faulendes Bärengerippe, dann Dunkeleisen, Kinderstiefel und die aufhaltbare Macht. Diese 3 Items brauchen wir. Und die gibt es über verschiedenste Wege. Ja. Wir können einmal reingucken. Ich habe hier schon mal ein bisschen was rausgesucht auf WoW-Head. Hier ist das faulende Bärengerippe. Ihr seht, dass das tatsächlich
von einigen Mobs droppen kann, theoretisch. Das Problem ist, hier gibt es eine Scaling-Problematik. Und zwar ist es so, für einen Max-Level-Char kann dieses Item bei den meisten normalen Bären nicht droppen. Ihr müsstet es dann mit einem Low-Level-Char farmen, der in dem Level-Bracket ist, dass es droppen kann. Jetzt ist es so, dass es auch eine andere Möglichkeit gibt, wie man es mit einem Max-Level-Char farmen kann. Nicht jeder hat in dem richtigen Bracket einen Low-Level-Char rumliegen. Und dementsprechend habe ich da schon mal was rausgesucht. Ihr könnt nämlich in einem Dungeon das farmen. Und zwar müssen wir da einmal nach Azeroth. Dann gehen wir hier nach Kalendor und dann in die Höhlen der Zeit. Und hier in die Höhlen der Zeit müssen wir nach HDZ 1 rein. Ja? HDZ 1, das ist quasi die Flucht aus Dornholde. Wenn ihr in die Höhlen der Zeit reinfliegt, kommt ihr dann hier raus und hier müsst ihr die Flucht von Dornholde. Und dort drin in der Instanz ist es so, dass normale Bären rumlaufen. Das ist das Vorgebirge des alten Hügellands. Ihr seht, die Dropchance ist 37% schnell. Ich glaube, ich habe 4-5 Bären umgehauen. So sehen die dann aus, die Bären. Ne? Die klopft ihr um und das geht relativ schnell. Also hier kommt ihr dann raus beim Instanzeingang. Hier sind ein Haufen Bären. Kurz zusammenziehen, das war eine Sache von 2 Minuten, das längste war da hinzukommen. Ihr könnt in Orgrimmar bzw. Als Allianzler in SW einfach das Portal direkt zu den Höhlen der Zeit nehmen und dann seid ihr da relativ schnell dran. Da habt ihr dann schon das erste Teil. Das ist wirklich kein Stress zu farmen, also das geht sehr, sehr schnell. Das zweite Item, was wir haben, Dunkeleisen Kinderstiefel, ja, das ist jetzt schon ein bisschen beschissener, das sage ich euch ganz ehrlich. Hier gibt es nur eine einzige Drop-Chance oder eine Drop-Quelle und das ist in einer Instanz drin und dafür müssen wir einmal in die brennende Steppe und zwar hier in den Schwarzfels rein, ja? Und wenn ihr im Schwarzfels drin seid, dann müsst ihr einmal in eine Instanz rein und zwar in die Schwarzfels-Tiefen. Bei den Schwarzfels-Tiefen ist es so, das ist quasi, wenn ihr in den Schwarzfels reingeht, ganz unten da, wo auch der Typ für Molten Core drin ist, da ist, sind quasi die Schwarzfels-Tiefen. Wir können uns das einmal auf der Map kurz angucken. Wir kriegen das nämlich aus einem Reliktkasten raus und beim einen oder anderen dürfte es klingeln, ja, was dieser Reliktkasten ist. Ja, dieses Ding ist der Mist, ist dieses, ja, in der großen Bank in der Mitte, wo man diese Schlüssel braucht. Also, wir kommen quasi hier in dem Portal raus, bei den Schwarzfels-Tiefen. Und jetzt ist es so, dass wir am Anfang hier einen Teleporter haben. Ihr habt zwei Möglichkeiten, wo ihr euch hin teleportieren müsst. Ihr müsst einmal, wir können hier mal das Stockwerk wechseln, in die Schattenschmiede, genau. Ihr müsst quasi den Teleporter nehmen, dass ihr hier oben, ich glaube in dem kleinen Raum kommt ihr raus. Und dann könnt ihr hier rumlaufen und müsst in diesen Raum hier rein, ja. Also es gibt zwei Teleportationsmöglichkeiten. Einmal, dass ihr hier im Ring rauskommt, das ist schlecht, weil dann könnt ihr nur hier hinten weiterlaufen und hier. Und die andere, dass ihr hier rauskommt. Und hier müsst ihr rauskommen und ihr müsst in diesen Raum hier rein. In diesem Raum sind nämlich ein Haufen, ja, so Schließkassetten am Rand, beziehungsweise halt so Schließfächer, so rum, genau. Und die müsst ihr aufmachen und da kann das Item drin sein. Jetzt ist das Problem, ist, die sind verschlossen, ihr braucht Reliktkastenschlüssel. Diese Reliktkastenschlüssel kriegt ihr eigentlich von allen Zwergen da im kompletten Dungeon. Im Endeffekt, ihr lauft ins Dungeon rein, cleart hier erstmal die kompletten Zwerge, bis ihr 12 Schlüssel habt. Sobald ihr 12 Schlüssel habt, portet ihr euch hier am Eingang quasi, ne, hier hoch zu dem kleinen Räumchen hier mit dem Bohrer, ne, das ist ein Dunkeleisenbohrer, wo ihr da anklicken könnt, geht in den Raum, macht die Schließkassetten da oder die Schließfächer auf und schaut, ob es drin ist. Das Ding hat, glaube ich, nicht so eine gute Dropchance, 5%, es sind 12 Dinger drin, naja, ich musste zweimal rein, einfach Instanz resetten, nochmal rein, die Schlüssel, wenn ihr die Instanz resettet, sind weg übrigens, ihr müsst dann quasi nochmal die Schlüssel farmen an der Stelle. Gut, dann haben wir damit das zweite Item, also hier diese Stiefel, die Dunkeleisen-Kinderstiefel. Wie gesagt, ich habe zwei Runs gebraucht. Ja. Dann haben wir die aufhaltbare Macht. So, das ist das allerbeschissenste Item. Warte mal, nee, das ist das Falsche. Da habe ich die. Hier ist übrigens auf WoWhead gibt es auch nochmal eine schriftliche Komplettübersicht. Ja. Falls einen das dann weiterhilft, werde ich dann auch nochmal verlinken. Dann kommen wir zum der aufhaltbaren Macht.
Das ist ein Item, das könnt ihr in Burning Crusade Dungeons theoretisch farmen. Die beste Möglichkeit, es aber zu bekommen, ist vom Arkanbeschützer. Und dieser Arkanbeschützer ist ein Gegner, das ist dieser hier, in Karasan. Ja? Der ist nach dem Kurator. So, wo ist Karasan? Schauen wir auch wieder auf der Map. Und zwar müssen wir diesmal in die östlichen Königreiche. Dann sind wir... Halt, jetzt habe ich mich verklickt. Hier unten ist das. In der... Joch, nee, wie hieß denn die Zone eigentlich? Gewürzpass der Totenwinde, genau. Und dann haben wir hier unten Karasan. Da ist das Portal. Und es gibt zwei Portale. Es gibt einmal den Hintereingang, da ist das Legion Karasan drin. Und ihr habt einmal vorne den Vordereingang und da müsst ihr rein in quasi das alte Karasan. So, wenn ihr im alten Karasan drin seid, dann ist es quasi so, dass ihr zum Kurator hoch müsst. So, jetzt wisst ihr vielleicht nicht, wie ihr da hoch müsst. Und zwar, jetzt gucken wir mal, dass wir den Eingang finden. Hier genau. Switchen wir mal auf die Bediensteten-Eingang. Ihr kommt hier dann rein. Das Pferd müsst ihr nicht töten. Ihr könnt dann quasi nach oben gehen. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das hier finde. Nein, das brauchen wir nicht. Genau. Also, wenn ihr hier am Eingang seid, geht's hier hoch, ne? Also hier wird's weitergehen dann. Dann kommt ihr hier die Treppe hoch. Ihr müsst Morose töten, das ist der Kollege. Dann geht's hier die Treppen weiter hoch. Dann kommt ihr nämlich hier raus. Dann geht ihr hier lang. Springt am besten hier einfach runter. Geht... Ups, jetzt habe ich es weggeklickt. Gästezimmer. Geht hier so einen Weg hinten rum hoch. Spielt hier das Theater-Event. Das müsst ihr machen. Um das Theater-Event machen zu können, müsst ihr Morose töten, die ich unten gezeigt habe. Dann geht es hier so ein Treppenhaus hin und her, ne? Dann, ja, genau, das ist das Treppenhaus. Dann müsst ihr dann weiterlaufen. Da gibt es dann nur einen Weg. Und wenn ihr dann oben am Treppenhaus angelangt seid, hier runter, und dann nicht hier zu Nightbane, sondern hier die Treppe weiter hoch, dann, geht es eigentlich hier Treppen immer weiter hoch. Da gibt es nur einen Weg. Immer weiter hoch. Immer weiter hoch. Hier seht ihr Treppenhaus. Und jetzt sind wir hier in dem Bereich, wo wir hin müssen. Also hier gehen dann die Treppen hoch in den Raum rein. Und hier ist dann der Kurator. Und jetzt, wenn ihr den Kurator tötet, der sieht genauso aus wie die Mobs, die wir brauchen, sind hier in dem Bereich danach ein paar von diesen Mobs hier. Ne? Diese Arkanbeschützer. Und die können das droppen. Leider nur zu 3%. Ja? Ihr werdet wahrscheinlich mehr als einen Run brauchen. Heißt, ihr müsst wahrscheinlich die Mobs umhauen. Dann portet ihr euch aus der Instanz raus oder geht aus der Instanz raus. Wartet eine halbe Stunde mit dem Char. Ihr könnt derweil ja die anderen Items farmen. Und geht dann wieder rein. Nämlich nach einer halben Stunde ist der Trash wieder nachgespawnt. Dann seid ihr auch relativ weit oben beim Hintereingang. Kommt ihr dann raus und müsst nicht mehr komplett durch Karasan durch und könnt die Mobs nochmal umhauen. Alternativ könnt ihr natürlich auch andere Burning Crusade Dungeons machen, da kann es auch droppen, aber da ist die Chance halt niedriger, ne? Also hier bei diesen Arkanbeschützern, die kann man halt halbwegs gut farmen. Gut, soweit zu den Dingern. Und dann haben wir schon mal die Items für das erste Teil. Das sind mit bei weitem die beschissensten tatsächlich. Die anderen sind wesentlich einfacher. Wesentlich einfacher. So, dann ziehe ich das mal rüber, dass wir jetzt zum nächsten kommen. Okay. So, jetzt kommen wir dann zum zweiten, und zwar Türkis-Klunkerwurm, so rum, dass wir hier nichts Falsches sagen. Bei dem brauchen wir auch wieder drei Items. Und zwar, wir brauchen einmal eine Hasenpfote, dann brauchen wir großer schleimiger Knochen und dann brauchen wir ein ausgefranster Knoten. Übrigens, alle diese grauen Items könnt ihr auch theoretisch im Auktionshaus kaufen, wenn sie denn drin sind. Sie sind halt meistens relativ überteuert drin, das ist das Problem. Und ihr solltet ein bisschen aufpassen. Ihr werdet wahrscheinlich, wie ich, Add-ons haben, die graue Items verkaufen. Macht die aus oder während ihr das Zeug farmt, geht nicht zu einem Händler. Sonst sind die Sachen vielleicht weg und ihr ärgert euch. Ja? Das wollt ihr eher vermeiden. Ja? Gut, dann schauen wir die Hasenpfote an. Also die Hasenpfote kriegen wir theoretisch von allen möglichen Wölfen.
Das Beste, was man farmen kann, ist mit einem Low-Level-Chart, denn auch hier ist wieder ein bisschen ein Level-Bracket-Gebugge. Man kann mit Max-Level-Char die nicht bekommen bei Low-Level-Chars. Ihr müsst euch einen, am besten einen Level-1-Char machen und hier in Elvin könnt ihr einfach Mobs umhauen. Ja? Ich bin einfach hergegangen, habe meinen Level-1-Char gemacht und habe hier 10 Wölfe gekillt und dann hatte ich die Hasenpfote. Das ging relativ schnell. Alternativ soll man die auch in Malgor bekommen von einem Wolf. Das habe ich aber ehrlich gesagt nicht gefarmt, deswegen kann ich es euch nicht genau sagen, aber Malgor sollen hier anscheinend Wölfe sein. Die sollen es auch droppen können. Ne? Also falls ihr Hordler seid, wäre das dann vielleicht die Alternative. Dann schauen wir uns das zweite Item an. Also wie gesagt, Level 1 Char machen und dann Elvin oder ein Malgor das killen. Dann großer schleimiger Knochen. Das ist ein bisschen ein Kack tatsächlich. Und zwar müssen wir da wieder eine Instanz rein. Jetzt muss ich bloß gucken, dass ich das Richtige... Nee, das können wir zumachen. Das hatte ich euch ja schon gezeigt. Ich habe mir da mal alles rausgesucht. Genau, hier haben wir es. Großer schleimiger Knochen. Das gibt es theoretisch auch von mehreren Mobs, aber es gibt einen, der es gut droppt, und zwar hier in den Höhlen des Wehklagens, beziehungsweise gibt es theoretisch zwei, und die haben über eine 20%ige Dropchance. So, jetzt haben wir hier so Blubs, die droppen dies zu 20% und da spawnen halt auch mehrere. Die spawnen aber nur hier in dem Endbosskampf. Jetzt müsst ihr einmal in die Höhlen des Wehklagens, ich zeige euch das mal auf der Map, wo die sind. Und zwar müsst ihr einmal nach Kalendor und dann sind wir hier, ne, im nördlichen Brachland. Und dort haben wir die Höhlen des Wehklagens. Ihr müsst in die Höhle rein und noch ein bisschen den Höhlengang folgen, bis der Instanzeingang kommt. Und wenn ihr dort drin seid, dann ist es so, dass ihr quasi hier rauskommt. Und dann müsst ihr hier einige Bosse erst töten. Ich glaube, hier den hier und den hier, die Endbosse und den Dude müsst ihr, glaube ich, töten. Aber tötet lieber alle Bosse. Einfach die kompletten Bosse töten. Und wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr am Anfang mit zum Tauren sprechen. Den müsst ihr dann hier rumbegleiten, ne, die Mobs töten bis hierher. Und dann fängt ihr ein Ritual an. Und wenn das Ritual durch ist, dann spawnt der Boss. Teil des Rituals sind halt Mobwellen, die hier im Wasser spawnen und euch zulaufen. Und die Schleime gehören halt zu diesen Mobwellen dazu. Ich habe halt einmal die Instanz gemacht und am Ende sind einige Schleime gespawnt und die haben sehr schnell das Item gedroppt. Also das war kein Stress. Das ist, ist wohl der beste Weg, das zu farmen tatsächlich. Dann das nächste Item, was wir haben, ist hier ein ausgefranster Knoten. Und den ausgefransten Knoten, den bekommen wir durch Taschendiebstahl. Da müssen wir Defias Mobs Taschendiebstahlen. Ich persönlich habe es hier in Elvin gefarmt. Und zwar hier bei dem See, hier rum, sind so Defias-Typen. Da müsst ihr mit dem Schurken hin. Ich glaube, auf Stufe 24 lernt man Taschendiebstahl. Ich habe einfach meinen Max-Level-Schurken genommen, bin hier rum, habe 5 oder 10 Mobs, irgendwie sowas um den Dreh rum, Taschendiebstahlt, wenn das ein Wort ist, und hatte das Ding. Also das ging sehr schnell. Ihr merkt schon, die Sachen, alle easy, die hier ewig viel Zeit aufwand, ne? Also das ist dann teilweise ein bisschen unterschiedlich. Genau, also dann haben wir das zweite Set an Items, dann den letzten Rubinklunkerwurm. Da brauchen wir auch wieder 3 Items für. Und zwar abgewetztes Zahnrad brauchen wir da. Da habe ich auch schon mal was vorbereitet. Wo haben wir es? Genau. Ground Gear, das muss ich jetzt mal auf Deutsch. Haben wir das abgewetzte Zahnrad. Und hier ist es so, dass wir auch von vielen Mobs das gedroppt bekommen. Ebenso wie bei den anderen Sachen. Item-Level-Bug für Max-Level-Char. Ihr könnt es wieder nicht mit Max-Level-Char looten. Außer das eine in Ulduar. Ne? Das kann man auch mit Max-Level-Char looten. Ihr könnt natürlich auch in der Boreanischen Tundra mit einem Low-Level-Char, der genau in dem Bracket ist, das machen, oder ihr geht, wie es ich gemacht habe, einfach nach Ulduar. Ulduar, falls ihr es nicht wisst, ist einmal hier oben im Nordend und dann im Sturmgipfel und dann hier oben ist der Ulduar Schlachtzugseingang. Und wir müssen dafür jetzt einen Boss töten, und zwar ist das, hier schimpft sich das Flammenleviathan MK2, ne? Das ist aber Mimiron im Endeffekt. Also das ist der Mimiron-Kampf. Und da droppt es relativ gut. Ich habe sogar
ich kann es euch mal zeigen, von dem gleich 7 Stück da gedroppt bekommen. Die sind bei mir im Auktionshaus auch relativ günstig. Eventuell könnt ihr euch die kaufen, aber ganz ehrlich, Mimiron ist schnell umgehauen. Ne? Ihr müsst dann einmal in die Instanz rein. Ich kann es euch hier auch wieder zeigen. Ihr kommt hier am Anfang raus, müsst hier mit einem Typen sprechen, braucht in kein Fahrzeug gehen, lauft einfach vor, tötet die 2 Dudes hier am Eingang. Das sind so 2 große. Dann kommt der Flammenleviathan raus. Ihr tötet quasi den Flammenleviathan, tötet den Trash, dass ihr aus dem Kampf kommt, lauft gerade vor, tötet den XT, nimmt den Teleporter. Da könnt ihr dann die Vorkammer auswählen, kommt hier raus, lauft gerade rum, tötet hier den Kollegen mit den 2 Armen, natzt ihn quasi weg, ne? Dann seid ihr hier im inneren Bereich, lauft hier runter, lauft hier rang, seid hier auf dieser komischen Tiefenbahn-Verschnittsding. Mal gucken. Mit dem fahrt ihr dann rum, kommt hier raus, lauft hier hin und dann ist da quasi Mimiron und sein komischer Panzer, den haut ihr um und wenn ihr den umgehauen habt, kriegt ihr die Teile. Wie gesagt, ich habe x Dinger von denen bekommen. Das ging relativ schnell. Das nächste, was wir haben, ist dann Robbes wackeliger Stab. Das war, glaube ich, jetzt muss ich mal gucken, den hatte ich aus Firelands. Beziehungsweise der droppt halt in sehr vielen Quellen. Ne? Ihr seht, er droppt halt in Cataclysm, in allen möglichen Dungeons, beziehungsweise auch Raids. Und am besten kann man tatsächlich in Feuerlanden farmen. Erstmal, weil da viele Mobs eine relativ gute Chance haben und da sind sehr, sehr viel Trash-Mobs. Also wirklich sehr, sehr viel Trash-Mobs. Wer nicht weiß, wo die Feuerlande sind, ich kann euch das auch kurz zeigen. Ihr müsst einmal nach Kalendor, dann sind wir hier im Hial und hier ist der Eingang. Und in der Instanz, ihr lauft einfach rein, da ist eine riesengroße Fläche. Und da einfach alles umholzen, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Wir können uns hier auch wieder die Stockwerke anzeigen. Also hier kommt ihr rein. Und dann hier, das könnt ihr alles komplett töten. Hier könnt ihr alles komplett töten. Wenn ihr viel Trash getötet habt, kommt hier ein Boss. Shanox schimpft sich der. Der läuft hier rum. Haut den Boss nicht um, sonst habt ihr eine ID. Wenn ihr Pech habt. Ich habe den erst auf dem Main gefarmt. Nach irgendwie 2 Packs hatte ich ihn. Und dann habe ich gemerkt, ach kacke, ich auf dem Main, wo ich mit auf dem Server, wo ich mit meinem Main bin, keinen Schurken. Deswegen kann ich das andere Zeug nicht farmen. Habe das jetzt dann auf dem Twink nochmal gemacht. Mit dem Twink musste ich 3-4 Mal resetten. Hab blöderweise Shanox auch einmal umgehauen. Wenn euch das passiert, könnt ihr auf heroisch umstellen und auf HC den Trash quasi farmen. Also einfach da den Trash umhauen, bis ihr es habt. Das kann ein bisschen dauern, kann ich euch aus Erfahrung sagen. Und das letzte Item, was wir haben, sehr viel Unglück bringender Stein. Das Item kriegen wir auch wieder über mehrere Quellen. Eine ist relativ easy. Und zwar machen wir mal da die Werbung weg. Und nein, ich will doch nichts kaufen. Hier. Gehen wir mal auf Deutsch, dass alle das auch verstehen. Sehr viel unglücksbringender Stein, genau. Und das könnt ihr von Mobs aus der Garnison kriegen, die man da angeln müsste. Das ist aber langwierig oder aus so Angelsäcken. Wo man es einfacher rausbekommt, ist eine Truhe. Glückstruhe von Horak, dem Glückspilz. Und da ist jetzt, warte mal, da ist jetzt 100% drin, oder? Muss ich nochmal gucken. 95%, aber es ist quasi 100%, ne? Und diese Truhe könnt ihr einfach looten, falls ihr es noch nicht getan habt. Die ist hier oben in Nasmir auf den Koordinaten 77, 36. Wer jetzt nicht weiß, was Nasmir ist, das ist eine Zone auf Zandala. Das ist hier Zandala, Nasmir, ne? Und hier oben war dann quasi eine Kiste, die könnt ihr aufmachen. Das ist eine einmalige Kiste. Das ist so eine Kiste eigentlich für ein Achievement. Also hier 77, 36. Wenn ihr da irgendeinen Twink habt, der noch nicht aufgemacht ist, ihr fliegt hin, macht die Kiste auf, habt das Item, das war's. Ne? Also das ist definitiv der schnellste Weg, die zu bekommen. Gut, das waren alle Items, die wir brauchen. War jetzt ein langer Ritt. Ich hoffe, ich konnte es so mit den Maps ganz gut erklären. Ich habe mir jetzt überlegt, ob ich quasi alles einzeln ablaufe, aber das wird ewig dauern. Ich dachte, mit den Maps ist es hoffentlich halbwegs verständlich. Ich hoffe, das hat so gepasst. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns die Pets an. Ich habe mir die jetzt mal alle gekauft, habe ja immer noch ein paar Pet-Battle-Marken über. 1, 2, 3 und 4. Und dann schauen wir uns die doch mal an.
die Klunker... Achso, bei Mounts finde ich natürlich nichts, das ist klar. Klunkerwürmer. Und ja, wir haben hier einmal den Marklosen, das ist hier der Goldene. Ich kann den jetzt auch mal beschwören. Der ist doch relativ groß, ne? Klunkerwurm. Da haben wir einen. Dann haben wir den Rubin-Klunkerwurm. Der hat halt so einen roten Rubin drauf, ist sonst grau. Dann den Topaz-Klunkerwurm. Und dann haben wir türkisen Klunkerwurm. Genau, das sind quasi alle von diesen Klunkerwürmern. Und damit wären wir tatsächlich auch durch. Wie gesagt, ihr könnt die theoretisch auch verkaufen, wenn ihr euch überlegt, die zu farmen und dann vielleicht gleich mehrere von jedem Item zu farmen. Könnt ihr dann ein bisschen Gold machen. Das muss da jeder selber wissen. Manche waren ja halbwegs einfach zu farmen. Müsst ihr halt auch ein bisschen bei euch im Auktionshaus gucken, was die da wert sind. Gut, damit wären wir tatsächlich durch mit dem kleinen Guide. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das mit den Maps so gut fandet oder soll ich das beim nächsten Video wieder alles einzeln ablaufen. Das würde mich mal interessieren, ob ihr damit zurechtkommt. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Guide-Video wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.